Moin, guten Morgen und willkommen zurück im Frühcafé. Moin, moin, grüß dich, Tim. Moin. Schön, dass du hier bist. Ja, heute geht es um Nachwuchs bei euch. Ganz besonders wichtig, natürlich wie in jedem Betrieb. Du bist Bäcker, du bist Brotsommelier, du hast aber natürlich auch mal angefangen als Azubi. Wie viele junge Menschen bildet ihr derzeit aus? Wir haben aktuell 11 Azubis in unseren Reihen, da sind wir ganz stolz drauf. Und bilden halt nach wie vor jedes Jahr, versuchen möglichst viele Azubis auszubilden, den Weg zu ebnen in der Bäckerbranche und machen das auch meiner Meinung nach relativ erfolgreich. Wir hatten letztes Jahr gerade die Innungsbeste aus Hamburg bei den Bäckern und sind auch immer wieder da immer ganz oben mit dabei. In welchen Berufen bildet ihr aus? Ist das ganz klassisch, dass man sagt Bäcker? Oder habt ihr vielleicht noch Sachen, an die man gar nicht so in erster Linie denkt? Ja, wir bilden also Bäcker, Konditoren aus, dann Systemgastronomen, Fachverkäufer. Und das ist es eigentlich. Das sind aber schon viele Felder, finde ich. Genau. Und das Besondere bei uns ist eigentlich, dass man es auch dual quasi auch studieren kann nebenbei. Und das ist eigentlich auch nochmal ein schönes Goodie oder beziehungsweise eine schöne Ausbildung, wenn dann nebenbei halt das BWL-Studium absolviert werden kann. Ja. Und genau damit beschäftigen wir uns jetzt, liebe Zuschauer. Wieder mal ein spannender Einblick hinter die Kulissen. Ausbildung in der Braker Mühle. Nachts um 3 Uhr in der Backstube der Braker Mühle. Bäcker-Azubi Adrian Grote ist gerade dabei, die Rosinenbrötchen zu formen. Seit mehr als einem Jahr erlernt er hier das Handwerk des Bäckers. Ich habe mich für den Bäckerberuf an und für sich entschieden, weil ich das Handwerk klasse finde und weil ich zu Hause sowieso selber gerne gebackt habe. Und jetzt habe ich mir einen Beruf gesucht, wo ich auch Sachen lerne, die ich zu Hause auch weiter perfektionieren kann, anwenden kann. Und so zu Hause auch mal selber sein eigenes Brot backen, ist halt schon ein echt geiles Gefühl. Egal ob für das Backen der Brezeln und Brötchen oder den Verkauf der Waren im Laden, die Braker Mühle bildet ihren Nachwuchs selbst aus und legt dabei Wert auf eine fundierte Ausbildung. Ich weiß ja selber, wie das ist, wenn man dann aus der Schule kommt und dann die Ausbildung beginnt, das ist eine andere Welt. Und da muss man eine gewisse Betreuung haben, eine Begleitung haben und das versuchen wir und klappt ganz gut. Auch die Präsentation der Waren im Verkaufsladen ist enorm wichtig. Damit das gelingt und auch stetig optimiert wird, lernt Lena Martensen den abwechslungsreichen Beruf der Fachverkäuferin. Es gibt fast keine Bäckerei mehr, die wirklich sagen kann, okay, ich konzentriere mich wirklich nur auf die Backwaren, sondern man muss sich halt auch entwickeln und da hilft die Systemgastronomie-Ausbildung auf jeden Fall. Neben den Ausbildungsberufen bietet die Braker Mühle auch ein duales Studium an. Für den angehenden Systemgastronom Maximilian Franke ist dies der logische Schritt, um seine Fähigkeiten weiter zu festigen. Bedeutet halt, ich mache eine normale Ausbildung, also ganz normal wie jeder, gehe dann halt nochmal einen Schritt weiter und habe halt dieses Betriebswirtschaftliche, was im Hintergrund ist, das erlerne ich und das ist das, was es ausmacht. Also ich kann halt viel theoretisch anwenden aus der Uni, aber auf die Praxis, weil ich halt in der Praxis selber arbeite und daher auch weiß, was zu tun ist, wie die Abläufe sind. Und das ist, glaube ich, das, was es ausmacht. Neben der reinen Ausbildung legt die Braker Mühle Wert auf die Förderung der Menschen, um die angehenden Mitarbeiter optimal auf das Berufsleben vorzubereiten. Wir ermöglichen auch zum Beispiel Praktikas in anderen Betrieben. Wir haben jetzt gerade eine Auszubildende, die für 2 Wochen nach London geht auf ein Seminar. Also wir versuchen wirklich den Menschen auszubilden und den Beruf Bäcker oder Konditor oder Systemgastronom nahezulegen und dort einfach die Möglichkeit zu geben, eine gute Ausbildung zu haben und dann im Nachgang halt stark ausgebildet in die Berufswelt zu gehen. Genau dieses Konzept wirkt sich auch positiv auf die Arbeitsatmosphäre aus. Wir haben hier eine sehr gute Atmosphäre. Also wir sind ein richtig gutes Team, arbeiten auch alle total gerne zusammen, haben auch unseren Spaß miteinander. Also das habe ich persönlich auch noch nie so schön erlebt. Macht Spaß hier. Ja, das sieht doch wirklich nach einem spannenden Arbeitsalltag aus. Wie sieht es momentan aus an der Nachwuchsfront? Ihr habt Ausbildungsplätze im Angebot, ihr seid nach wie vor auf der Suche, man kann sich bewerben.
Ja, man kann sich jederzeit bei uns bewerben auf der Homepage oder über unsere Hotline. Wir haben eine Hotline auch auf der Homepage, wo man anrufen kann. Man kann aber auch online ein Formular ausfüllen und dann geht das alles ganz, ganz schnell. Tim, wenn du jetzt diese Bilder siehst, denkst du so ein bisschen an deine eigene Zeit der Ausbildung zurück mit ein bisschen Wehmut oder sagst du, ich bin ganz froh, dass das alles vorbei ist? Ja, ein bisschen Wehmut ist auf jeden Fall dabei. War eine schöne Zeit. Also auch, ja, ich habe ja auswärts gelernt bei anderen Bäckereien. Das ist immer ganz, ganz schön, auch da die Erfahrung zu sammeln. Und ja, die alten Kollegen vermisse ich natürlich und deswegen denkt man halt gerne auch an diese Zeit. Aber es war natürlich auch nicht immer einfach. Man muss natürlich auch vieles lernen, das ist ganz, ganz klar. Aber wenn man dann zurückguckt, bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich viele Fertigkeiten dort erlernen durfte. Ja. Ein sehr schönes Schlusswort, finde ich eigentlich. Aber da jetzt das Brett hier liegt und deine Brotsäge, wir probieren noch was, ich brauche noch einmal dieses Geräusch. Ja, sehr, sehr gerne. Wenn du einmal dieses Brot frisch anschneidest. Sehr, sehr gerne. Das muss einfach nochmal sein. Nehmen wir mal hier. Ah. Vollkornhappen. Traumhaft. Ja. Und damit verabschieden wir uns dann, liebe Zuschauer, Ihnen einen angenehmen Start in den Tag und bis zum nächsten Mal. Wir dürfen natürlich wieder probieren. Bitte schön. Dankeschön. Traumhaft. Bis bald.